So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 4. Oktober 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die aktuellen Entwicklungen einschätzen. Ja, gerade kurz bevor ich das Morning Meeting startete, nochmal einen Blick geworfen, kurz auf den DAX-Plattform aufgemacht und dergleichen. Und dann musste ich nochmal hingucken, nochmal hingucken und dachte mir, wow, 12.500 Punkte, wo wir jetzt aktuell stehen. Wird dem einen oder anderen eventuell Fragezeichen auf die Stirn zaubern, mir auch allerdings etwas weniger stark ausgeprägt eventuell, weil ich den potenziellen Grund dafür kenne. Denn die News, die lief gestern über den Ticker und die zeigte, dass wir offensichtlich, ja, wir haben es offensichtlich übertrieben. In Anführungsstrichen wir zu setzen natürlich, wir nicht, sondern ganz besonders die Notenbanken und der restriktive geldpolitische Kurs. Also, man sagt ja so schön, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und der restriktive geldpolitische Kurs, der sich jetzt über die letzten Monate herauskristallisierte infolge der galoppierenden Inflation, macht sich jetzt deutlich bemerkbar in diversen Wirtschaftsindikationen. Und zwar nicht nur in denen, die wir dann heranziehen, sondern auch in denen, die offensichtlich die Vereinten Nationen hier sich anschauen. Und die UN, also United Nations, querstrich die Vereinten Nationen zu Deutsch, die haben gestern tatsächlich in einer Meldung laut dem Wall Street Journal, die sowohl US-Notenbank allen voran, die Fed, aber auch die anderen global agierenden Notenbanken, beispielsweise also folglich die EZB oder auch die Bank of Japan, wobei die jetzt ein bisschen ausgeklammert ist natürlich, die britische Notenbank zum Beispiel, haben die adressiert bzw. haben die direkt angesprochen im Hinblick auf ihren geldpolitisch restriktiven Kurs in Bezug auf die infolgedessen zu erwartenden Verwerfungen, die das eben für die Finanzmärkte oder beziehungsweise die Konjunktur global nach sich zieht. Und ja, infolgedessen sehen wir jetzt ein noch nicht super aggressives, aber doch zunehmendes Auspreisen dieser geldpolitisch restriktiven Haltung, ganz besonders der Fed. Da werden wir gleich einen Blick auf das Fed-Watchtool werfen. Und das ist dann wohl der hauptsächliche Treiber eben tatsächlich für diese derzeitige Bullishness, die wir ausmachen, obwohl sich die globale Situation auch besonders aus geopolitischer Perspektive weiter wohl verschärft, muss man, denke ich, ganz legitim so sagen, nach der letztwöchigen, ja, potenziellen, nach dem Sabotageakt auf die Nord Stream Pipelines und der Rede an die Nationen hier seitens Wladimir Putins in Russland sind ja legitim Sorgen hochgekocht, dass es hier eventuell sogar zu einer nuklearen Eskalation kommen könnte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, was ich dort gesehen habe, beziehungsweise was ich also über Social Media am Laufen sehen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, aber dass tatsächlich derzeit wohl Russland an der ukrainischen Grenze wohl im Rahmen einer entsprechenden eines Offenbarens, eines offenen Zeigens, dass es sich hier nicht um einen Bluff handelt, mit Nuklearwaffen wohl aufzieht oder wie auch immer das dann genannt werden soll. Also ob das stimmt, ob das wirklich der Wahrheit entspricht und dergleichen, ist so ein bisschen eine Frage zu stellen. Aber es ist durchaus etwas, also mir kam dieser Gedanke relativ zügig, dass das eine Option darstellt, im Rahmen eben der jetzt stattgefundenen Nord Stream Sabotage, ja, so nennen wir sie einfach mal. Und das ist durchaus etwas, was dann natürlich eigentlich negativ auf den Markt durchschlagen sollte, aber stattdessen sehen wir eben diese Bullishness, dieses komplette Ignorieren dessens. Das könnte früher oder später ein Thema werden, genauso wie auch die Verwerfung beispielsweise rund um die Schweizer Bank, die Credit Suisse zum Beispiel, die dortigen Verwerfungen. Gestern mit Abschlägen über 10%, wenn ich das richtig mitbekommen hatte, infolge dort auch der Sorge, Lehman Brothers 2.0 Sorgen, die da hochkochen, infolge diverser Falscheinschätzungen, falsch getroffener Entscheidungen seitens des Managements, sicherlich wenig vertrauenserweckend ist auch der Umstand, dass der, ich weiß gar nicht, Verwaltungsratspräsident, glaube ich, heißt der in dem Falle, dass der wohl Lehmann heißt. Ja, das ist ja ein bisschen ironisch, ehrlich gesagt, an der Stelle. Aber ja, also unabhängig davon, es gibt diverse Punkte, die andeuten, dass es massive Spannungen gibt und trotzdem zeigt sich der Markt ungebrochen bullisch derzeit. Wie gesagt, DAX im Bereich um 12.500 Punkte bereits. Wir sehen einen stark überdehnten Modus, das ist immer zu berücksichtigen, also nicht auszuschließen, dass es da kurz oder über kurz oder lang mal zu einem schärferen Bounce eben tatsächlich kommt. Wir werden auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Wir werden auch einen Blick werfen natürlich auf die Entwicklung rund um Tesla, beispielsweise die Delivery Numbers.
die ja, ehrlich gesagt enttäuscht haben. Enttäuscht dahingehend, dass sie unter der Erwartung der Wall Street, des Wall Street-Konsensus veröffentlicht worden sind am Sonntag, dann allerdings wiederum ein absolutes Allzeithoch nach sich ziehen. Und die Earnings stehen noch an. Es ist nicht auszuschließen, dass wir hier tatsächlich nur ein kurzes Durchschnaufen sehen, bevor es dort einen nächsten starken bullischen Push eben tatsächlich gibt. Ich persönlich muss sagen, ich sehe die Zahlen wenig eigentlich negativ, sondern eher positiv, auch wenn sie jetzt leicht unter der Erwartung lagen. Die Erklärung dafür ist auch in sich stimmig. Wir werfen auch gleich einen Blick natürlich auf diese. Und ja, Gold zurück über 1700 US-Dollar. Das vielleicht noch final, wo wir natürlich auch einen Blick drauf werfen wollen. Wir werden zunächst allerdings einen Blick auf den Risikohinweis werfen müssen, um dann offiziell, ganz offiziell starten zu können. Also Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind diese Produkte nicht für jedermann geeignet. Es gilt, sich zunächst ein persönliches Risikoprofil zu erstellen und oder eines in Ergänzung von einem unabhängigen Finanzberater erstellen zu lassen, dann sich auf markets.com/de eine kostenlose Demo herunterzuladen, wo man die Möglichkeit hat, den Handel risikofrei zu testen und dann zu schauen, ob das persönliche Risikoprofil mit den entsprechenden Produktcharakteristika korrespondiert. Wenn man dann für sich feststellt, dass das passt, hat man natürlich auch auf markets.com/de die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich, ganz besonders der Risikohinweis, der vollständige, findet ihr auf markets.com/de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, die Elena einmal per E-Mail zu kontaktieren, falls ihr weitere Fragen, ganz besonders zu Markets als Broker, haben solltet. Habt ihr Fragen zu den Märkten? Nutzt jetzt gleich hier im Morning Meeting, im Livestream, die Möglichkeit, in der Chatbox diese Fragen live zu stellen. Oder wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut, gerne unterhalb des Videos diese zu posten. Ich würde die dann entweder schriftlich beantworten oder aber im nächsten Morning Meeting hier entsprechend live beantworten, wenn sich das schriftlich ein bisschen schwierig darstellt. Darüber hinausgehend schaut gerne in der Discord-Community vorbei für einen weiteren Austausch rund um die Märkte, beziehungsweise schaut auch gerne dort im Forum vorbei, bei mir auf der Webseite jk-trading.com/forum. Da habe ich immer täglich eine Trading-Chatbox, wo ihr euch zu den Märkten entsprechend austauschen könnt. Und ja, dann wollen wir einen Blick werfen hier. Einmal auf die Aktienindizes und einmal einen Blick werfen auf den DAX mit diesem Run auf der Oberseite, diesem deutlichen Halten oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Dieses, man möchte fast schon sagen, fast aberwitzigen Laufes. Also wir haben gestern, man muss das mal einordnen, wo wir jetzt hier derzeit stehen. Wir haben im Bereich um 11.800 Punkten gestern eröffnet und wurden in diesem Bereich tatsächlich gehandelt. Nur um dann ausgehend von diesen Niveaus nunmehr, nach dem Markieren neuer Jahrestiefs eigentlich, einen Run zu sehen von 700 Punkten ohne Rücksätze. Das ist das, was ich auch ganz besonders mit dem technisch überdehnten Modus meine. Was sicherlich interessant ist, ist, wenn wir uns mal hier diese Abwärtssequenz anschauen, ist der Umstand, dass wir nunmehr dieses relative Hoch hier, nicht nur dieses, also auch schon bereits vorher eigentlich, dieser Bruch dieser Abwärtstrendlinie, dass wir dadurch einen klaren Change in Character zu sehen bekommen. Und jetzt im Grunde genommen die Frage der Fragen im Grunde genommen ist, ob es gelingt, hier diesen Widerstandsbereich um roundabout 12.350, 12.400 Punkten zurückzuerobern. Ich habe in meiner heutigen Einschätzung für den DAX, ich kann das mal ganz kurz hier zeigen, mal ein bisschen nach unten fahren, habe ich gesagt, Widerstandsregion auf der Oberseite kommt um 12.450, 500 in den Markt. Ich habe das leider nicht weiter ausgeformuliert, aber was ich damit auch unter anderem sagen wollte, ist, dass wir auf der Oberseite chance-risiko-verhältnistechnisch eher in unattraktive Gefilde jetzt vorstoßen. Also wenn ich das traden würde, zum Beispiel ausgehend hier von dem Bruch aus der Open Range auf der Oberseite, dann würde ich das mit reduzierter Positionsgröße tun. Ich würde an der Stelle ungern ein volles Risiko fahren oder beziehungsweise vielleicht sogar übermäßiges Risiko eingehen, weil ich in irgendeiner Form hier von steiferem weiterem Aufwärtspotenzial ausgehe. Gehe eher davon aus, dass wir über kurz oder lang mal eine Korrekturbewegung sehen könnten. Schreibt dann auch, also das ist schon relativ starkes Ziel auf der Unterseite, 12.100 Punkte, wenn wir uns mal überlegen, wir handelten zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Tweet absetze, leicht oberhalb von 12.4, haben jetzt die 12.5 sogar angelaufen, das wäre in dem Fall eine Korrekturbewegung hier von 400 Punkten oder mehr als 3%, fast 3,5%. Demnach muss das nicht unbedingt, sag ich mal, am heutigen Tag tatsächlich laufen, aber dennoch, es ist so, wir sollten auf der Unterseite, Verzeihung übrigens, einen Moment, wir sollten auf der Unterseite einen Retest hier, ziehe das mal ein bisschen runter, so, einen Retest dieser Region durchaus in Betracht ziehen, um 12.100 Punkte. Allerdings ist die Short-Seite so lange kein Thema und ein solches Bounce-Play oder ein, vielleicht nennen wir es mal Mean-Reversion-Play vielleicht, so lange kein Thema, wie wir natürlich oberhalb des EMAs hier an dieser Stelle eben handeln. Also das bedeutet, um einen Short in Betracht zu ziehen, möchten wir zunächst einmal sehen, dass das übergeordnet bullische Momentum, welches wir klar ausmachen können, dass dieses zum Erliegen kommt.
Oh, hier ziehen wir mal den EMA so ein bisschen noch weiter. Wir wollen sehen, dass das zum Erliegen kommt, dass wir ein Überrollen zu sehen bekommen. Eventuell nochmal ein Test dieser gleitenden Durchschnittslinie hier, des EMAs. Ein kurzer Bounce und dann das Ausbilden nach Möglichkeit eines tieferen Hochs mit einem Fall unter den EMA. Das würde an der Stelle eine Korrektur, potenziell Korrekturbewegung einleiten, wobei abhängt natürlich ganz viel davon, wie sich heute Nachmittag die US-Märkte ganz besonders präsentieren. Und dann in diesem Zusammenhang eben auch, wie sich der Bereich um 3.700, 730 Punkte ungefähr im S&P darstellt, in dem wir jetzt interessanterweise vorgestoßen sind. Ganz kurz noch einmal. Hier die Headline beim Wall Street Journal. Ich habe den Artikel hier an dieser Stelle nicht in voller Ausarbeitung. Das ist aber auch tatsächlich gar nicht nötig. Es reicht eigentlich die Headline an dieser Stelle, die auch gestern hoch und runter eben tatsächlich bei Twitter lief, mit Verweis auf diesen Wall Street Journal Artikel. Also UN calls on Fed other central banks to halt interest rate increases. Also die UN, die Vereinten Nationen, die rufen sowohl die Fed an als auch die anderen global agierenden Notenbanken, Zentralbanken, Interest Rate Increases anzuhalten, in Anführungsstrichen. Also das heißt, keine weiteren Zinsanhebungen auf den Weg zu bringen. Und dann gibt es hier noch einen kleinen Untersatz. UN Agency warns that further policy tightening risks a global economic downturn. Also die UN, die Vereinten Nationen, die Agentur hier warnt davor, dass ein weiterer geldpolitischer voranschreitender Kurs, dass dieser eben das Risiko beinhaltet, dass es zu einem globalen wirtschaftlichen Downturn kommt. Den können wir schon erkennen. Also den haben wir eigentlich schon seit geraumer Zeit sich deutlich am Horizont abzeichnen sehen. Sei es jetzt in Form der USA beispielsweise mit den 2 Quartalen negativen Wirtschaftswachstums oder beziehungsweise der wirtschaftlichen Kontraktion hier im Hinblick auf das BIP zum Beispiel, welches wir zum Thema gemacht haben. Das hat ja dann zum Beispiel dazu geführt, dass das Weiße Haus beziehungsweise ja auch das Weiße Haus, dass es dort zu einer sogar Reformulierung oder Redefinition kam, was eine Rezession eben tatsächlich auszeichnet. Das ist die klassische Definition und zwar nicht nur eine grobe Daumenregel, sondern auch jene, die wir zum Beispiel seitens der Harvard Business School zu hören bekommen. Also wenn man jetzt einen hoch angesehenen Top-Ökonom aus Harvard fragt, sag mal, wie schätzt du oder wie definierst du eine Rezession, dann würde der sagen, ich definiere eine Rezession durch 2 aufeinanderfolgende Quartale negativen Wirtschaftswachstums. Das wird dann heute eben umformuliert und dann wird darauf verwiesen, dann heißt es, naja, aber die Arbeitsmarktsituation, auch die wird übrigens sehr interessant, Ende der Woche, am Freitag stehen ja die Non-Farm-Payrolls an, dann wird eben gesagt, naja, aber eigentlich sehen wir diese Entwicklung hier noch nicht am Arbeitsmarkt sich irgendwie widerspiegeln oder dergleichen. Und man merkt halt zunehmend, dass dort eine Neudefinition eben offensichtlich stattfindet, ein Neusprech, so möchte man es fast nennen. Aber ich meine, wir haben diesbezüglich ja einiges an Erfahrung gemacht, ohne das jetzt auszuwälzen, im Rahmen von Covid und wie man Pandemien definiert und wie man Impfstoffe definiert und so weiter. Also demnach nichts Neues, so möchten wir es mal sagen. Aber wir können das eben schon deutlich sehen und dass sich jetzt sogar die Vereinten Nationen, ich habe das noch nie gehört, also das will ich ganz ehrlich sagen, deswegen ist es besonders, die Vereinten Nationen hier an die Zentralbanken wenden. Das zeigt also mehr und mehr, dass hier zunehmend offensichtlich Risiken identifiziert werden. Auch im Hinblick auf soziale Unruhen, das gilt ganz besonders sicherlich auch vor dem Hintergrund eben. Ich meine, man kann natürlich diese Zinsanhebung jetzt nicht nur in Bezug auf das Risiko eines Global Economic Downturns, also eines einer global ökonomisch riskierten Rezession zum Thema machen, sondern auch, dass beispielsweise diese Zinsanhebungszyklen so aggressiv vorgetragen, wie es die Fed eben tut. Wir sind hier bei jetzt 300 bis 325 Basispunkten, erwarten hier bis Dezember Zinsanhebungen noch bis 400, 425 Basispunkten, was übrigens schon ein Auspreisen von 25 Basispunkten beinhaltet. Bevor ich diesen Gedanken aufgreife, noch ganz kurz final, das ist im Vergleich zu anderen global agierenden Notenbanken, ganz besonders von jenen Notenbanken auch, die von einem in Anführungsstrichen billigen US-Dollar profitieren und die hohe Leistungsbilanzdefizite an dieser Stelle beispielsweise vorfinden oder beziehungsweise Schuldenberge in US-Dollar, die jetzt zunehmend dafür sorgen, dass auch ihre Währungen dann abgewertet werden zum US-Dollar, dieser restriktive geldpolitische Kurs. Das sorgt entsprechend eben zu einem Importieren von Inflation, besonders eben von Schwellenländern, von Ländern, die eben infolgedessen einen erhöhten Inflationsdruck sich dann ausgesetzt sehen. Das sind Länder in Mittelamerika beispielsweise,
Das ist nicht nur bezogen jetzt auf das, was wir dann zu sehen bekommen im Hinblick auf die Inflation, also wenn das auch dramatisch ist in Venezuela zum Beispiel oder Argentinien, sondern wir sehen auch solche Umwälzungen und solch ein Aufbegehren in anderen Ländern, wie beispielsweise der Dominikanischen Republik, in Kuba beispielsweise. Und die dortigen Unruhen, die sozialen Unruhen, resultieren aus eben der massiven Aufwertung des US-Dollars. Und demnach ist nachvollziehbar, dass sich eben hier dann auch die Vereinten Nationen diesbezüglich zu Wort melden. Also da fängt das an, sich zu schließen. Nunmehr sehen wir infolge dieses Aufrufs in Anführungsstrichen und dieses Runs, der sich sicherlich in Equities auch zeigt, sehen wir nicht nur, dass sich eine bullische Reaktion in Equities zeigt, sondern eben sehen beispielsweise auch den US-Dollar im Korrekturmodus. Ich will das mal ganz kurz vielleicht hier zeigen bei Barchart. Wir könnten uns jetzt auch sicherlich den US-Dollar-Index-Future anschauen. Moment, Verzeihung. Einen Moment. Alles ablehnen. Futures. Commitment of Traders Report und dann gucken wir uns den DX an. Den hier. Gucken wir uns den Barchart an, dann sehen wir schon, dass wir auf diesen scharfen Run auf der Oberseite, auf diesen Push bis 115 jetzt eine Korrektur gesehen haben hier von rund 400 Punkten an dieser Stelle. Also ein Überrollen. Der US-Dollar-Index-Future, ganz kurz. Wir machen mal richtig historische Betrachtung an der Stelle. Wir gehen mal 20 Jahre zurück, wir gehen vielleicht mal aufs Maximum, damit wir das mal einordnen können mit diesem scharfen Breakout, den wir ja schon seit langer Zeit zum Thema gemacht hatten. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Ausbruch gewesen, der plötzlich aus dem Nichts kam, sondern den hatten wir schon zu Jahresbeginn, eigentlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 immer wieder zum Thema gemacht und haben dann mit diesem Breakout auf dann viel Jahreshochs in dem Fall, also die höchsten Stände im US-Dollar auf breiter Front gegen im US-Dollar-Index, das ist ein Korb, der wird gerechnet gegen den Euro, British Pfund, 58% Euro, lass mich kurz rechnen, ich glaube es sind 12% japanischer Yen und 12% auch British Pfund, oder ist British Pfund ein bisschen weniger gewichtet, glaube ich, also aber die drei, Euro, Yen und British Pfund kommen auf roundabout 80%, darüber hinausgehend haben wir noch die schwedische Krone zum Beispiel, kanadischer Dollar, der hier in diesem Basket gerechnet wird, Schweizer Franken. Und also, wir sehen also einen scharfen Push in dem Moment hier auf der Oberseite, einen stark überdehnten Modus und jetzt in der Korrekturbewegung infolge dieser Spekulation, die sich jetzt auch beginnt zu beschleunigen, in Form dann von einem Auspreisen dieses geldpolitisch restriktiven Kurses. Also, wenn wir mal kurz hier schauen, guck mal kurz. Ja, man kann es aber hier noch erkennen. Also, das ist vor einem Tag gewesen, vor einer Woche, roundabout. Wir gehen mal ganz zurück. Wir gehen mal zu Anfang des Monats September, bevor wir diesen scharfen Push gesehen haben. Wir sahen hier Anfang des Monats September noch, also ziemlich genau vor einem Monat, sahen wir eine Erwartungshaltung von über 50%, dass im Dezember, Moment, ja, wir sind im Dezember, ganz kurz, das ist wichtig hier an der Stelle, wir gucken uns nicht November, wir schauen uns gleich den Dezember an, wo dann auch die nächsten Economic Projections dergleichen veröffentlicht werden. Wir sehen dann in diesem Zusammenhang hier, dass wir eine Erwartungshaltung hatten von 350 bis 375 Basispunkten mit etwas mehr als 50%. Und diese ist deutlich angezogen, dann ganz besonders post der FED, die am 15.09. getagt hat. Und wir sehen sogar letzte Woche, also wenn wir vor einer Woche uns das anschauen, da lagen wir sogar mit der Erwartungshaltung infolge auch des Dotplots und dergleichen bei 425 bis 450 Basispunkte. Und das mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%. Das implizierte ausgehend von diesen Zinsniveaus, wo wir aktuell stehen, bei 300 bis 325, dass wir, um dahin zu kommen, nochmal 50 Basispunkte oder eher 75 im November erwarten sollten und dann nochmal 50 im Dezember erwarten sollen. Also dass wir von diesen Niveaus eben dann hier entsprechend 125 Basispunkte nochmal on top setzt bis Ende des Jahres. So, und nunmehr ist es so, dass wir, das sah auch gestern noch so aus, dass wir jetzt allerdings zu sehen bekommen, dass diese 25 Basispunkte zunächst einmal am Ende ausgepreist werden. Also das bedeutet, wir sehen jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwas mehr als 50%, dass es nochmal 50 werden im November und nochmal 50 Basispunkte werden im Dezember. Aber eben nicht mehr 75-50, sondern jetzt nur noch 50-50. Und diese Entwicklung, die nimmt eben Fahrt auf, nachdem diese Meldung seitens der Vereinten Nationen sich entsprechend eben gezeigt hat. Und dieses Auspreisen wiederum, dieser nur 25 Basispunkte, befeuert derzeit die Rallye an den Aktienmärkten. Also das heißt, etwas anders formuliert, man sieht es hier sich entsprechend schon im FedWatch-Tool widerspiegelnd. Wir sehen das auch beispielsweise, ich kann mal ganz kurz hier zurückgehen, kann mal ganz kurz einen Blick werfen, Moment. 10-Year, wo habe ich sie? Da, 10-jährige Zinsen zum Beispiel. Da können wir es auch sehen. 10-jährige US-Zinsen auf T-Note, da sehen wir von 4%,
sind wir jetzt fast 40 Basispunkte innerhalb der letzten 2 Handelstage zurückgesetzt. Also Ende des Monats, hier, letzte Woche, obwohl noch zuvor eigentlich, am 28. Haben wir noch letzte Woche, ziemlich genau vor einer Woche, haben wir im Bereich um 4% hier gehandelt, sehen jetzt noch 3,58%, roundabout 3,6%. Gleiches sehen wir auch bei den zweijährigen Papieren zum Beispiel. Die sind ja noch stärker positiv korreliert zu dem, zu der Fed Funds Rate beziehungsweise zum Leitzinsniveau seitens der Fed. Die haben jetzt hier übrigens auch ein klares Indiz für eine Rezession, eine inverse Zinsstruktur. Man schaut sich mal an, Zweijahrespapiere zahlen 4,3% am 28. im Hoch oder am 27. 4,3, 4,4%. Jetzt notieren wir hier noch bei rund 4%. Das heißt also, der Zinsmarkt, der fängt sich jetzt auch hier schon an, entsprechend dann dahingehend einzupendeln, dass wir am Ende des Jahres hier bei 400 bis 425 Basispunkten liegen. Der ist sehr stark positiv korreliert, kurzfristige Zinsen, zweijährige Zinsen, zu eben dem Leitzinsniveau seitens der Fed, an dem man sich da sehr gut orientieren kann. Aber wir sehen eben auch, dass kurzfristige Zinsen höhere Niveaus zahlen als längerfristige. Also wir sehen eine sogenannte inverse Zinsstruktur. Normalerweise ist es ja so, dass du, desto länger du dein Geld jemandem leihst und im Falle einer Anleihe, die du kaufst, leistest du im übertragenen Sinne der US-Regierung hier Geld, damit die das in die Infrastruktur investieren, ist mal sehr plump gesprochen, und erwartest dann, desto länger du das Geld gibst, natürlich eine entsprechende Kompensation in Form eines höheren Zinses, der dir gezahlt wird, weil das Risiko natürlich, dass der Schuldner, also dem, den du das Geld gibst, der das Geld zurückzuzahlen hat, den Kreditnehmer, dass der ausfällt als Schuldner, ist natürlich höher, desto länger ihm du das Geld gibst als kurzfristig. Wenn es jetzt allerdings zu einer solchen Besonderheit kommt, dass kurzfristige Zinsen höher liegen als längerfristige Zinsen, dann heißt das im Umkehrschluss eigentlich nichts anderes, als dass der Markt sagt, kurzfristig erwarten wir seitens der zugrunde liegende Notenbank, in dem Fall ist es also die Fed, erwarten wir also, dass die Zinsen scharf anhebt, zum Beispiel um einer derzeit galoppierenden Inflation Einhalt zu gebieten. Aber langfristig gehen wir eher davon aus, dass die Zinsniveaus runterkommen, weil sich ein geldpolitisch lockerer Kurs herauskristallisiert in Form eines sogenannten Economic Downturns. Also das heißt, die Marktteilnehmer, die sehen auf 10 Jahre niedrige Zinsen, weil eine geldpolitische Unterstützung seitens der Notenbank zum Beispiel in Form von Anleiheaufkäufen nötig ist, um die kränkelnde Wirtschaft zu stabilisieren. Und das heißt, mit einer inversen Zinsstruktur, das ist nicht sofort erkennbar, aber länger betrachtet auf die nächsten 12 Monate, ist das ein klares Indiz dafür, dass sich hier seitens des Termin- oder des Zinsmarktes eben auch schon bereits eine Erwartungshaltung in Bezug auf eine Rezession herauskristallisiert. Also wir haben nicht nur diese zwei Quartale negativen Wirtschaftswachstum, sondern auch eine inverse Zinsstruktur, zum Beispiel 2 10-jähriger US-Schuldtitel an dieser Stelle, die solch eine Rezession klar und deutlich anzeigen und sichtbar werden lassen. So möchte ich es mal an der Stelle vielleicht formulieren. So, und jetzt zurückkommt auf die Equity-Märkte an dieser Stelle. Eben dieser Ausblick auf einen jetzt eher geldpolitisch lockeren Kurs ist der Haupttreiber für diese derzeitige Bullishness. Während ich glaube, das muss man auch ganz wichtig an dieser Stelle sagen, während ich zwar glaube, dass wir jetzt hier doch ein bisschen arg weit gelaufen sind und der Modus sich etwas arg stark überdehnt darstellt, ist nicht auszuschließen, dass wir hier vielleicht sogar vor einem V stehen. Also dass der DAX ohne größeren Rücksetzer, vielleicht mal eine kleine Verschnaufpause, wo wir mal eine kleine horizontale Konsolidierung zu sehen bekommen, aber dass wir hier im übertragenen Sinne wie so ein V einzeichnen. Und also das hier unten ist der Tageschart. Also das bedeutet, dass wir über kurz oder lang zügig wieder sogar über die 3000er-Marke zurücklaufen, infolge eben des Umstandes, dass sich durch diese Forderung und diesen sich abzeichnenden geldpolitisch lockereren Kurs einfach genau das dann ergibt, was der Markt braucht, um weitere Bullishness eben befeuert zu sehen, nämlich einen geldpolitisch lockeren Kurs. Und wenn wir das noch ergänzen, dann beispielsweise mit auch saisonalen Überlegungen, die wir ja schon hatten letzte Woche, wir erinnern uns mal kurz daran, das wird jetzt natürlich auch wieder ganz besonders ein Thema. Aber weil das alte Quartal ist durch, wir schauen uns jetzt mal an, wie performt zum Beispiel der DAX saisonal? Das ist auch keine Neuigkeit für diejenigen, welchen, die das Morning Meeting regelmäßig sich anschauen. Das hatten wir schon zum Thema gemacht, wo wir gesagt hatten, wir gucken uns mal den DAX an. Hier auf der Webseite stockstreet.de, da gibt es diese Börsentools und diese saisonalen Charts. Und was man sich hier zum Beispiel anschauen kann, ist, wie hat der DAX denn in den jeweiligen Monaten performt? Zurückgehend bis ins Jahr 1988. Und was wir sehen können, ist, dass wir jetzt in ein saisonal super starkes Fenster eintreten. Also, das ist hier deutlich erkennbar. Im Schnitt war der Oktober, der November und der Dezember waren das die stärksten Börsenmonate in Ergänzung zum April, also nach einem entsprechend
Jahresstart, ja, durchwachsenen Jahresstart vielleicht auch in irgendeiner Form. Also das sind mit nicht mit Abstand, aber die auf den April folgenden stärksten Börsenmonate des Jahres, in die wir eintreten. Und das ist nicht nur eine Beobachtung, die wir machen können in Bezug auf den DAX, sondern das zeigt sich beispielsweise auch in den US-Equities. Und ja, so, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wenn wir das uns anschauen, dann stellt sich der Modus, wie gesagt, sehr stark über den dar. Wir wollen die Long-Seite ungern spielen. Ein Bounce scheint irgendwie denkbar. Aber mal angenommen, wir würden das Spiel so spielen, was sich jetzt erstmal erübrigt hat durch das neue Vorstoßen auf neue Tageshochs, tiefer über die 12.500er Marke. Aber wir würden das spielen nach dieser Herangehensweise. Top-out, kurzer Bounce gegen den EMA, hochdrehen, tieferes Hoch, überrollen, Bruch des EMAs und dann kurzfristig Short zu spielen. Wir sollten die Price-Action hier ganz genau beobachten und wir brauchen definitiv einen bärischen Treiber, den ich jetzt derzeit allerdings nicht wirklich ausmachen kann. Also klar, ich kann ihn ausmachen, logisch kann ich ihn ausmachen, wenn ich mir die geopolitischen Spannungen alleine anschaue und jegliche weitere, auch rhetorische Eskalation. Hier Sorgen, die aufkochen im Rahmen beispielsweise einer nuklearen Eskalation in der Ukraine beispielsweise oder dergleichen, sind meiner Einschätzung nach sofort stark bärisch treibend. Aber nichtsdestotrotz, also solange wir diese Eskalation nicht zu sehen bekommen, selbst wenn wir den EMA brechen würden, ist nicht gesagt, dass es zu solch einer tieferen Korrektur trotz dieses überdehnten Modus kommt, sondern dass wir eventuell dann über die, in Anführungsstrichen, Zeit diesen überdehnten Modus abbauten. Also sprich, etwas anders formuliert, wir sehen zwar diesen Bruch, aber wir sehen eben statt dieses dann schärferen Drops an der Stelle und einer Beschleunigung auf der Unterseite und zügig Momentum aufnehmen in Richtung 12.4 bzw. 12.300 Punkte, sehen wir stattdessen eine solche Seitwärtsbewegung. Konsolidierung vielleicht für ein, zwei Handelstage, dann mit dem nächsten Break auf der Oberseite, der den Weg in Richtung der 13.000er-Region eben auf den Weg bringt. Also anders formuliert, es macht auf mich den Eindruck, zumindest aktuell und gegeben der Überlegung, dass es ruhig bleibt am Markt, keine Eskalation gibt, geopolitisch keine Eskalation gibt im Rahmen von Credit Suisse. Auch da war damals in Anführungsstrichen mit Lehman Brothers alles in bester Ordnung und man hat sich keine Sorgen gemacht und es war eigentlich alles übertrieben und so weiter. We'll be fine. Und dann plötzlich lief über den Ticker, dass Lehman Brothers insolvent ist. Diese Gefahr ist ernst zu nehmen und kann plötzlich aus dem Nichts hochkochen, würde schärfere Abschläge auf den Weg bringen, aber ohne diesen externen Trigger, ausgehend vom derzeitigen Modus und dieser Spekulation jetzt auf einen geldpolitisch lockeren Kurs, der unausweichlich ist, sehe ich eher die Long-Seite weiter favorisiert tatsächlich. Und ja, nunmehr wäre es das eigentlich für den DAX gewesen. Vielleicht spielt sich noch ein bisschen die Frage, stellt sich vielleicht noch so ein bisschen die Frage, das könnte man auch noch ins Spiel bringen. Was wäre denn, wenn wir jetzt solch einen Bounce hier gegen den EMA kriegen? Wäre es nicht sinnvoll, hier vielleicht diesen Rücksetzer gegen den EMA mit einer ersten kleinen Position long zu handeln und dann zu schauen, ob wir vielleicht statt ein tieferes Hoch, eines tieferen Hochs ein höheres Hoch ausbilden? Also das heißt, auf eine höhere Hochs ausbrechen. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit? Denke schon, könnte man überlegen, würde ich allerdings mit deutlich reduzierter Positionsgröße handeln. Also genauso wie ich eigentlich auch eine Short-Seite hier mit einer reduzierten Positionsgröße handeln wollte. Also sprich etwas anders formuliert, wenn ich normalerweise zum Beispiel ein DAX-CFD trade, würde ich jetzt an der Stelle sagen, ich handle das mit einem halben. Also das heißt, ich würde das Risiko hier deutlich runterdrehen, sowohl in Bezug auf solch einen Bounce, weil dieses Risiko besteht, dass wir eher so einen Abbau dieses überdehnten Modus über die Zeit zu sehen bekommen, durch das übergeordnete Marktumfeld. Durch den stark überdehnten Modus auf der Oberseite würde ich aber auch die Long-Seite zum Beispiel nur reduziert handeln wollen, weil sich zunehmend natürlich die Frage stellt, ob wir wirklich in einem Zug dieses V einzeichnen. Das ist eine Option, aber dafür müssten eigentlich noch klarere Verhältnisse geschaffen werden, auch im Rahmen der Kommunikation seitens der Notenbanken. Und solange die dann wiederum ausbliebe, wäre das eher ein Hochhangeln in diese Gefilde, welches wir hier an dieser Stelle erwarten sollten. So, ja, das wär's eigentlich im Zusammenhang hier mit dem DAX gewesen. Wir werfen mal einen Blick auf den S&P und die 3.700, 730er Region. Ja, auf jeden Fall. Otto fragt gerade, kann ich was zu Tesla sagen und zu dem Kurseinbruch? Kann ich auf jeden Fall, habe ich auch auf jeden Fall was zu vorbereitet. Zunächst, bevor wir uns den Einzeltitel widmen, aber erst einmal noch mal einen Blick ganz kurz auf den S&P, auf den S&P. Also auch hier sehen wir einen Mega-Run.
Wir sahen noch hier, also wir haben einen unglaublich schwachen Quartalsschluss gesehen, da gar nicht gut aus am Freitag, ganz ehrlich. Also das war richtig, richtig schwach. Aber wie ich schon auch in Bezug auf die Devisenmärkte sagte, man sollte sich vorsehen, neue Jahrestiefs an der Stelle ganz besonders, aber neue Quartalstiefs, neue Monatstiefs und dergleichen in den Quartalsschluss hineinzuhandeln. Das sind meistens Extrempunkte, ganz grob über den Daumen gepeilt, die eher kurzfristig mindestens mit einer schärferen Gegenbewegung korrespondieren. Und das ist genau das, was wir derzeit hier zu sehen bekommen. Wir haben dann gestern über den europäischen Handel haben wir eine stabile Vorstellung zu sehen bekommen. Und dann kam eben hier ab 16 Uhr eigentlich roundabout, ab der Markteröffnung und mit dieser Meldung rund um die UN kam dann einfach dieser bullische Katalysator, der eben den Bounce zurück in Richtung und auch den Tagesschluss über 3.700 Punkte auf den Weg gebracht hat. Und wo wir jetzt uns ähnlich wie auch im DAX die Frage stellen, hier oben ganz kurz mal auf die Stunde, wo uns einfach die Frage stellen, sind wir jetzt in der Lage, diesen Bereich hier um 3.730, 3.700, sind wir in der Lage, den zurückzuerobern? Also wir toppten jetzt aus gegen die 3.700 erstmal, das können wir hier sehen. Auch da sehr, sehr stark überdehnt natürlich, sehr, sehr dünnes Umfeld, weil hauptsächlich getragen durch die europäischen Indizes. Das war das Wort, was ich suchte. Die Frage, die sich jetzt einfach für den heutigen Tag stellt, ist, sind wir in der Lage, hier ganz besonders, ich denke, die 3.700er Marke zu halten? Also, dass wir jetzt mal eine Korrekturbewegung zu sehen bekommen, wie gesagt, scheint nachvollziehbar, wie gesagt, nicht nur im Hinblick auf den DAX, was ich gerade hier einzeichnete, sondern beispielsweise auch in Bezug eben auf die US-Indizes. Die Frage, die sich halt für mich heute stellt, ist, sind wir in der Lage, die 3.700er Marke hier zu halten? Diese Aufwärtsschub oder die Aufstiege auch größtenteils von gestern, also Initialzündung eigentlich um 3.620 Pi mal Daumen mit der Wall Street Eröffnung und dann Beschleunigung durch eben diese Meldung, die über den Ticker lief. Sind wir jetzt in der Lage, diese Aufschläge zu halten? Sind wir in der Lage, die 3.7 zu halten? Falls ja, sollten es uns dann gelingen, die 3.730 rauszunehmen, scheint mir in den kommenden Tagen denkbar, korrespondierend auch mit einem möglichen Rücklauf im DAX zurück in Richtung der 13.000er Region, dass wir im S&P bis 3.800 bis 3.830 Punkte laufen. Also das ist ungefähr. Ich zeichne das auch mal hier ganz kurz ein. Das ist hier dieser Bereich um die ehemaligen Tiefs, den wir dann gebrochen sahen dort am. Ich guck mal ganz kurz, damit wir hier das Datum haben. Was haben wir da? Das habe ich hier gerade. Das ist ein bisschen blöd. Einen Moment. So, ich glaube, das war der 21. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Was war denn am 21.? Was haben wir denn da für eine Meldung gehabt? Ach, müsste ich wirklich gucken. Keine Ahnung. Was ist denn am 21. mit dem Ticker gelaufen? Also die Kerze sieht ja ziemlich imposant aus auf der Unterseite. Kurz überlegen. Was könnte da gewesen sein? Auch die Uhrzeit. Das war, glaube ich, so gegen Abend, ja, so 19 Uhr. Über Nacht war das. Waren das schon waren das die asiatischen Märkte? Na, 18 Uhr war es ungefähr. Ich habe keine Ahnung. Fällt mir gerade. Keine Ahnung, was der Treiber war. Also auf jeden Fall, das wäre ein ehemaliger Unterstützungsbereich, der auch signifikant war. Konnten wir auch deutlich hier erkennen. Das war definitiv die FED. Als Initialzündung, Post der FED, kurze Konsolidierung, nochmal ein Flashout auf der Unterseite, haben wir die 3.830 halten können. Und dann kam eben dieser Break tiefer, der auf den Weg gebracht wurde. Also durchaus eine auf der Oberseite anzuvisierende Region als Orientierung. Sollten wir in der Lage sein, überhalb der 3.7 uns zu halten und dann über die 3.730 zu brechen. Also das ist dann für den heutigen Handelsverlauf im Falle des S&Ps eben der Schlüssel oder beziehungsweise das, was wir sehen wollen. Wie gesagt, kurzer Flush auf der Unterseite ist durchaus erwartbar. Und halten wir dann die 3.700 im Falle des, ich gehe mal ganz kurz auf meinen Chart und in dem Fall auf den Spider. So, machen wir es mal ganz kurz groß. Es korrespondiert an der Stelle mit dem 3.68er Bereich. Das sind ungefähr die gestrigen Hochs. Beziehungsweise, ich gucke mal ganz kurz, vielleicht auch noch ein Stück weit tiefer. Ja, die 3.96 vielleicht, so dieser Bereich. Guck mal ganz kurz auf der Stunde. Sieht jetzt vielleicht noch ein bisschen klarer aus. Ja, 3.70, ein Stück weit tiefer vielleicht, 3.68. Also, Flushout in diese Gefilde. Und was wir dann allerdings sehen wollen würden, also das, was wir jetzt hier sehen, wenn man ganz genau hinguckt,
Wenn man da ganz genau hinschaut, da sieht man ja hier diese gleitende Durchschnittslinie. Das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis. Verläuft aktuell so ungefähr um 3,72, 3,75 roundabout. Also ein Szenario wäre dann in dem Fall, mal angenommen, wir öffnen irgendwo hier so um, ja, tatsächlich so 3,70. Machen wir einfach mal, ich zeichne das mal ganz kurz ein. Dann hat man so ein Szenario, so würde ich mich dann in dem Fall hier im S&P, würde ich mich orientieren. Also mal angenommen, machen das mal blau. So, wir öffnen in diesem Bereich, auf der 3,70. Und dann flaschen wir auf der Unterseite kurz Gewinnmitnahmen, beispielsweise in Richtung der gestrigen Hochs, aber wir können die halten. Und dann drehen wir entweder sofort dynamisch wieder auf oder aber wir hangeln uns in Richtung hier der Eröffnung. Das ist diese gestrichelte Linie jetzt. Und brechen über diese, dann könnte ich mir vorstellen, dass das als Long-Trigger in Betracht gezogen werden könnte und wie ich das dann handeln wollte. Also im Equities-Bereich via des ETFs in dem Moment. Das Gleiche, wie gesagt, wir würden dann entsprechend eben schauen, wo notieren wir hier im Hinblick auf beispielsweise den S&P Future, wo haben wir den ersten Tick, im Falle dann des S&P 500 CFDs. Schauen wir uns einfach diesen an, sehen diesen Flash, müssen gucken, ob wir die gestrigen Tageshochs in der Lage sind zu halten. Die verlaufen hier um 3,695 ist es ungefähr, Pi mal Daumen. Wenn wir in der Lage sind, die zu halten und drehen dann zurück und brechen über die Eröffnung, dann könnte man das als Long in Betracht ziehen mit dem Ziel, dass es zu einer Attacke auf und einem möglichen Bruch über die 3,37 kommt. Alternativszenario, wenn wir weiter diese Stärke zu sehen bekommen, wäre im Falle des S&Ps für heute Nachmittag, dass wir nur kurz flaschen, aber gar nicht wirklich aggressiv eigentlich irgendwie Abgabedruck sehen, wenn überhaupt flaschen. Vielleicht sofort eine Nachfrage in den Markt kommen, sehen, über die Hochs um 3,37 laufen und dann in der Lage sind, dieses Level zu halten. Das gilt ganz besonders dann als meiner Einschätzung nach stark, in dem Moment, wenn das nach 16 Uhr passiert. Denn wir haben eine Preisfindungsphase, also so grob über den Daumen gepeilt, zwischen 15.30 Uhr bis 16 Uhr sehen wir viel, viel Kurserratik und dergleichen. Aber wenn wir willens sind oder wenn die Bullen in der Lage sind oder die Marktteilnehmer willens sind, nach 16 Uhr, also nach dieser Preisfindungsphase, nach dieser ersten halben Stunde, den Markt dann oberhalb dann ganz besonders eines technisch relevanten Levels hier zu konsolidieren, zu halten und dieses Bewertungsniveau für den Markt, also dieses Kursniveau als faires Bewertungsniveau zu akzeptieren, dann wäre das nochmal ein zusätzlich starkes Signal und würde weitere Aufschläge heute bzw. in den kommenden Tagen denkbar werden lassen. Wobei eine ganz wichtige Information natürlich hier wichtig ist. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit, ich habe jetzt leider keine Statistiken, aber wir haben in der jüngeren Vergangenheit häufiger mal so eine, ich nenne sie mal vicious Bärenmarkt-Rallies zu sehen bekommen. Also wirklich teuflische Kursanstiege innerhalb eines Bärenmarktes mit einem scharfen Bounce an der Stelle. Wir finden einen möglichen fundamentalen Trigger, das steht außer Frage. Aber nichtsdestotrotz, dass die Nachhaltigkeit wirklich in Frage zu stellen war. Nicht auszuschließen, dass wir auch hier erneut in Richtung der gestrigen Hochs, aber auch deutlich unter die 3,7 verkauft werden. Das würde ich als noch nicht dramatisch erachten, aber zumindest mal als erstes Warnsignal, dass vielleicht eine nochmal tiefere Korrektur nach dieser gestrigen scharfen Gegenbewegung hier anstehen könnte. Also das sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen. Also die 3,700 ist das Schlüssellevel für den heutigen Tag einfach. Derzeit geht meine Tendenz durch die Price Action, die wir zu sehen bekommen, in Richtung dieses kurzen Flushs, aber halten der Hochs und dann mit einem Drive zurück über den Eröffnungskurs bzw. den volumengewichteten Durchschnittspreis, würde ich eher da sagen, dass wir nochmal einen ernsthaften Versuch, vielleicht sogar einen erfolgreichen Versuch sehen, die 3,37 rauszunehmen. Aber das gilt es erstmal abzuwarten. Also wie sich dann heute Nachmittag eben um 15.30 Uhr die US-Equities entsprechend präsentieren. So, das also zum DAX und dann auch zum S&P. Dann wollen wir einen Blick werfen auf die Aktien und allen voran natürlich ganz besonders auf das, was wir in Tesla zu sehen bekommen haben. Auch die Devisen werden wir gleich übrigens noch einen detaillierten Blick drauf werfen. Ausgehend nämlich von gleich einer Meldung, die ja gestern am Montag über den Ticker gelaufen ist. Aber zunächst einmal, bevor wir jetzt uns den Devisen widmen, erstmal das, was hier Tesla präsentiert hat. Also, wir sehen es, scharfes Gap Down. Wir haben ja schon Schwierigkeiten gehabt, erstmal die 3,15 rauszunehmen auf der Oberseite. Wir haben eine relative Stärke dennoch erkennen können in Tesla grundsätzlich. Und ja, hat sich dann allerdings als schwierig haltbar bzw. deutlich auf der Unterseite beschleunigend herauskristallisiert. Erstmal durch das übergeordnet sich eintrübende Marktumfeld und gestern dann, man könnte es nennen, vielleicht self-induced, also selbst verursacht. Aber man muss das, glaube ich,
ganz, ganz vorsichtig betrachten. Ich glaube, es gibt viele Tesla-Skeptiker, die jetzt sagen, ha, jetzt ist die Growth-Story vorbei. Ich glaube, die könnten theoretisch eines Besseren belehrt werden. Und übrigens, ganz kurz, vielleicht gleich mal im Pre-Market-Screener, Tesla performt heute schon in der Vorbörse relativ stark auch wieder. Hier im Bereich um 2,50, also schon mit Aufschlägen um 3%, sicherlich begünstigt durch das übergeordnete Umfeld. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das, was wir gestern zu sehen bekommen haben, ob das nicht etwas übertrieben war tatsächlich. Also was war der Hauptgrund für diese Entwicklung? Ich hatte das schon am Sonntag, hatte ich das getwittert gehabt. Und zwar, es gab die sogenannten Deliveries bzw. die Production Numbers. Die werden veröffentlicht und die geben an, wie viele Fahrzeuge sind ausgeliefert worden von Tesla im dritten Quartal bzw. wie viele sind im dritten Quartal überhaupt produziert worden. Jetzt kann man hier noch nicht viel davon ablesen, weil ich habe einfach nur die Zahlen getwittert gehabt. Rund 344.000 Fahrzeuge sind ausgeliefert worden und 366.000 sind produziert worden. Und das ist also der Hauptgrund, der Haupttreiber dafür. Und ich muss mal kurz schauen, ich habe noch keinen extra Link aufgemacht. Lass mal ganz kurz hier zeigen. Oh, ja, habe ich das gar nicht. Einen Moment. Wir machen es mal ganz kurz so. Ich mache mal kurz Tesla CNBC. Habt ihr. Moment, Tesla. News vielleicht. Einen Moment. Shares. Ja, natürlich. Also wir könnten diesen Artikel hier nehmen. Oder wir könnten dann auch den nehmen wahrscheinlich. Also, Tesla reported 343.000 Deliveries, 365.000 produziert. Erwartet wurden laut Analysten seitens der Wall Street 364,66. Ich persönlich habe auch mehr als 360.000. Ich hatte die Erwartung ungefähr bei 365, 370 tatsächlich sogar. Also das heißt, im Bereich dessen, und da war eigentlich schon klar, als die Zahl rauskam, das wird eher ein bärischer Tag werden infolge dieser Geschichte. Also sicherlich abhängig vom übergeordneten Marktumfeld, abhängig davon auch, ob der Markt vielleicht kurz nochmal aggressiver abverkauft wird auf einen Gap-Down und dann aggressiv gekauft wird. Gestern haben wir den ganzen Tag über trotz bullischer Vorgaben seitens des übergeordneten Marktes Abgabedruck gesehen. Und also Hauptgrund dafür ist, dass es einfach eine weiter Growth-Story bleibt. Also Tesla ist trotz der enormen Marktkapitalisierung und Größe, Marktkapitalisierung von etwa 1 Billion US-Dollar, dennoch weiter eine Wachstumsgeschichte. Und in dem Moment, wo diese Wachstumsgeschichte sich nicht bestätigt sieht oder irgendwie Kratzer kriegt oder die Erwartungshaltung des Marktes nicht erfüllt wird, siehst du in solchen sogenannten High-Beta-Stocks häufig eine sehr, sehr scharfe Reaktion. Jetzt kommt aber das große Aber. Diese Zahl von 343.000 ausgelieferten Fahrzeugen war ein absolutes Rekordquartal. Es hat noch nie ein Quartal gegeben, wo Tesla so viele Fahrzeuge ausgeliefert hat. Und nicht nur das, sondern wir können uns mal hier anschauen, im Vorjahr zum Beispiel, guck mal eben, when the company prior quarter, ja Moment, also prior quarter to 2020, also das heißt fürs zweite Quartal haben wir beispielsweise 258.000 Fahrzeuge ausgeliefert gesehen, also das heißt, infolge Lockdown in der Gigafactory Shanghai und dergleichen haben wir jetzt 90.000 Fahrzeuge mehr ausgeliefert gesehen als noch im Vorquartal. Also das heißt, die haben die Produktion bzw. ganz besonders die Auslieferung um 90.000 auf Quartalssicht steigern können. Also vor 3 Monaten haben die 90.000 Fahrzeuge weniger ausgeliefert, was enorm ist tatsächlich. Und im Vergleich aufs Vorjahr, da lagen wir bei, ich glaube, 240.000 oder so. Also die haben aufs im Vorjahresquartal haben die nochmal 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert, mehr. Was deswegen bemerkenswert ist, weil, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier auf eine andere Betrachtung. Ich muss mal kurz überlegen, ob ich den Namen hinkriege. Der James Stephenson, genau. Das ist übrigens einer von den Analysten in dem Moment oder also Tesla-Maniacs, so nennen wir sie vielleicht mal, die folgenswert sind bei Twitter. Also wer sich detaillierter damit beschäftigen möchte, der sollte sich diese Geschichte hier mal anschauen. Der James Stephenson, der ist übrigens auch von Elon Musk mal in einem Tweet, ich weiß gar nicht, ob die sich persönlich kennen, aber ist der mal hervorgehoben worden als einer der besten Analysten. Also wirklich richtig gute, tolle Research-Arbeit, die der liefert. Und das ist jetzt hier eine Grafik,
anhand von Daten aus dem Investors Relation Portal von Tesla, die mal zeigt auf Trailing Months Total. Also das heißt, der guckt sich im Grunde genommen an, wie stellt sich jetzt eigentlich das Wachstum im Hinblick auf die ausgelieferten Teslas aus, also Tesla Deliveries von Q3 2013 bis Q3 2022. Und dann projiziert er aus den letzten Zahlen auf das Gesamtjahr die ausgelieferten Fahrzeuge von Tesla. Also das bedeutet, wenn Tesla jetzt nochmal in dieser Größenordnung ausliefern wird, was eher übertroffen werden dürfte, dann würde man für das Gesamtjahr hier, für das Jahr 2022, 1,2 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge sehen. Wenn man sich das anschaut für das Jahr 2021, also noch vor einem Jahr, dann sind wir bei 800.000 gewesen. Wenn man sich diese Wachstumsrate anschaut, das sind 400.000 mehr ausgelieferte Teslas. Im gleichen Zeitfenster mit dieser Trailing-Komponente versehen. Das ist entspricht einer Wachstumsrate von über 50%. Also etwas marginal über 50, aber es sind 50% Minimum hier an dieser Stelle, die wir eine Wachstumsrate sehen, eher größer. Und also das bedeutet etwas anders. Dieser parabolische Verlauf, da ist eher von auszugehen, dass dieser sich noch weiter beschleunigen wird, eben durch die Skalierbarkeit und auch den Vorteil, den Tesla hat, erstmal durch die Gigafactories, aber beispielsweise auch im Bereich Research-Technologie, durch die Auftragslage, wie sie sich da stellt, durch entsprechend die Entwicklung im Hinblick beispielsweise das Durchsetzen des Automobilmarktes mit E-Mobilität und so weiter. Also diese Grafik alleine zeigt diesen vertikalen Kursanstieg perfekt abbildend eigentlich, dem sich hier Tesla gegenüber sieht im Hinblick auf die ausgelieferten Fahrzeuge. Und vor allem, was ich eben auch interessant finde, ist in dieser Konstellation, was man berücksichtigen sollte, nämlich die Frage, warum hat Tesla jetzt eigentlich diese Fahrzeuge? Moment, hier nochmal. Warum hat Tesla jetzt eigentlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert? Also ich meine, das ist sehr marginal unterschritten. Das sind 343 gegen 365.000, die erwartet worden sind. Wo kam das her? Es gibt eine Begründung dafür, die auch absolut plausibel ist. Also natürlich kann man sagen, das kommuniziert das Unternehmen so, um beispielsweise noch einen größeren Schaden von der Aktie abzuwenden oder so weiter. Diese Spekulationen, die gibt es immer. Aber es wird gesagt. Und das ist auch etwas, was Musk zum Beispiel dann in einem Tweet später adressierte. Den habe ich jetzt nicht vorbereitet. Aber dass man einfach derzeit Schwierigkeiten hat, diese in Anführungsstrichen Fahrzeuge an den Mann zu bringen, und zwar unter kostengünstigen Vorgaben. Also das bedeutet etwas anders formuliert durch eben die aktuelle Auslieferung und durch diesen Quartalsendstau, der sich dort auf baut. Das ist etwas, was Tesla sowieso zu adressieren hat und was Musk auch meinte, was man adressieren wird, dass man ein weniger stressvolles Umfeld plant, auszuliefern oder aufzubauen, innerhalb welchem ein saubererer Flow, nicht nur so ein Rauspressen der ganzen produzierten Teslas und Lieferungen, Auslieferungen eben stattzufinden, sondern eben diese gediegen an den Mann zu bringen, beziehungsweise also mit so einem Flow einfach übers Quartal hinweg verteilt. Da gibt es auch einen Begriff für den, der mir jetzt gerade fehlt, wie das bezeichnet wird. Auf jeden Fall hatte Musk das adressiert und das ist eben jetzt besonders vor dem Hintergrund Lieferengpässe, beziehungsweise auch Inflation und dergleichen, ist das eben kostengünstig nicht wirklich möglich gewesen, diese Fahrzeuge dann auszuliefern und zwar unter entsprechend ja, kostenoptimierten Vorgaben. Sprich anders formuliert, das, was jetzt hier weniger an Fahrzeugen ausgeliefert wird, davon ist auszugehen, dass die im nächsten Monat, im nächsten Quartal, verzeih nicht, im nächsten Monat, im nächsten Quartal, also wenn diese Zahlen dann Anfang Januar veröffentlicht werden, wieder fürs vierte Quartal 22, dass sich die dann entsprechend da widerspiegeln. Neben der Überlegung, dass das auch nochmal ein Rekordquartal wird. Also das könnte nochmal ein Rekordquartal werden, durch eben die jetzt hier aufgestauten bzw. nicht ausgelieferten Fahrzeuge. Was mich ja beispielsweise auch daran widerspiegelt, dass 365 Fahrzeuge produziert worden sind. Also die wiederum, wenn sie denn dann so ausgeliefert worden wären, so wie das auch in der Vergangenheit häufig ausmachbar war, dass die Deliveries und die Production sehr eng beieinander gelegen haben, wiederum im Bereich der Erwartung gelegen hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Dip, erstmal, um ihn zu erklären, ist darauf zurückzuführen gewesen, dass eben diese Delivery Numbers nicht die Erwartung der Wall Street erfüllt haben. Aber wenn man sich diese Zahlen ganz genau anschaut, dann sieht man eigentlich, dass sich die Growth Story von Tesla weiter auf der Oberseite eher beschleunigt. Was mich wiederum zu der Überlegung kommen lässt, dass eventuell diese Übertreibung auf der Unterseite eher früher als später zurückgekauft wird. Vorausgesetzt natürlich, das übergeordnete Marktumfeld bleibt freundlich. Wenn wir jetzt auf diesen Dip, den wir jetzt hier auf der Unterseite sehen, natürlich auch noch ein sich eintrübendes Marktumfeld sehen, was jetzt danach nicht ausschaut, aber nochmal geopolitische Spannung und so weiter, dann hast du hier natürlich auch entsprechend in Tesla weiteren Abgabedruck, vielleicht etwas weniger starken Abgabedruck, weil ein Großteil dieser Bearishness sich dann schon innerhalb dieses Dips wiederfindet, aber nichtsdestotrotz.
Alarmlinie, lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier Alarmlinie würde ich im Bereich 265, 270 reinlegen. Das wäre für mich ein Level, das möchte ich zurückerobert sehen. Sobald wir das in der Lage sind, zurückzuerobern, ist eine Attacke auf die 315 denkbar. Wir sollten allerdings vielleicht diese Attacke nicht unbedingt erwarten, jetzt innerhalb der kommenden 2 Wochen. Vielleicht eine Rückeroberung der 270 an der Stelle, ja, aber nicht unbedingt eine Attacke auf die 315, weil dann nämlich am 19. Oktober auch Zahlen vorgelegt werden. Apropos Zahlen. Aktuell liegt der Konsens seitens der Wall Street, glaube ich, in Bezug auf das, was seitens Tesla erwartet wird. Ich gucke mal ganz kurz, ob die Zahlen schon haben. Tesla, Nasdaq bei einem Dollar 07. Kurz gucken. Pre-Market Quotes. Moment. Wo haben wir es denn? Probieren wir mal den noch ganz kurz aus. Tesla Earnings Nasdaq. Hier, Earnings Report Date. Da haben wir es. Und wo liegen wir aktuell? Haben wir schon ein Estimate? Haben sie schon nach unten genommen. Okay. Das ist interessant. Die haben sie schon nach unten genommen. Also wir hatten nämlich eine Erwartungshaltung. Guck mal ganz kurz. Konsensus ist bei 91 Cent. Wir hatten nämlich eine Erwartung bei rund einem Dollar 07, glaube ich, so Pi mal Daumen, der hier erwartet wurde. Infolge jetzt der Deliveries sind diese Zahlen schon nach unten revidiert worden. Also wir sehen jetzt hier nur noch 91 Cent. Ich glaube, das ist zu niedrig. Ich glaube, wenn man sich die Earnings jetzt hier an dieser Stelle anschaut, oder die Gewinn pro Aktie, der erwartet wird, ist das, ich will nicht sagen easy, aber eher topbar. Es ist eher davon auszugehen, dass wir einen Print auf der Oberseite zu sehen bekommen. Vor dem Hintergrund der grundsätzlich sehr, sehr starken finanziellen Struktur, es scheint mir durchaus auch denkbar, dass wir vielleicht sogar einen Beat zu sehen bekommen in der Größenordnung hier von über 30%. Also sprich, dass wir vielleicht sogar einen Gewinn pro Aktie von um die 1,20 erwarten könnten. Was bedeutet, dass vieles von dem, was sich jetzt auch infolge hier, das ist dann vielleicht auch nicht nur der schwachen Deliveries oder schwachen Deliveries, sondern der Enttäuschung rund um diese Deliveries in Form eines Gewinn pro Aktie, der unter der Erwartung dann veröffentlicht wird, bei den Quartalszahlen, die jetzt in 2 Wochen anstehen oder in 2,5 Wochen, übernächste Woche Mittwoch, dass das wieder größtenteils aufgeholt wird und dass sich darin dann entsprechend eben der Trigger findet. Also aktuell, besonders wenn man sich die Gewinnmarge beispielsweise auch anschaut, mit der hier gearbeitet wird, zeichnen sich Einnahmen in der Größenordnung von 20 bis 22 Milliarden ab, was sich dann auch entsprechend im Gewinn pro Aktie widerspiegeln wird. Also nochmal, ich gehe davon aus, dass das ein kurzer Ausrutscher ist. Ich bin gespannt, ob der Markt, ob er darauf reagiert oder ob ich das jetzt komplett falsch interpretiere, auch den Bias innerhalb des Marktes, und dass der von den Zahlen so enttäuscht ist, dass wir eher nochmal eine Attacke hier auf die Jahrestiefs zu sehen bekämen. Ich wäre davon überrascht, ehrlich gesagt. Glaube eher, dass wir ein deutliches Unterpreisen hier zu sehen bekommen haben, dass die Zahlen wirklich weiter die Wachstumsgeschichte fortschreiben, weiter massives Wachstum erwartet werden sollte, besonders auch wenn sich dann diese Widrigkeiten im Hinblick auf Lockdown am Gigafactory Shanghai und dergleichen eben beginnen zu legen, dass dort auch wieder Business as usual stattfindet, in Ergänzung zum Hochfahren der Gigafactories sowohl in Grünheide als auch in Austin in Texas, was unterm Strich eben mich überraschen würde, dass wir dann weitere Bearishness zu sehen bekommen, sondern stattdessen eher würde ich erwarten, kurzer Flush auf der Unterseite, eine Bestätigung, dass es nur ein kurzer Flush wäre mit einer Rückerung der 270 und dann eben die Earnings am 19. Wie gesagt, die dann hier nächste Mal diese Attacke auf diese wichtige Widerstandsregion eben auf den Weg bringen könnten. Was übrigens auch dann vielleicht, das mal aus trading-technischer Perspektive, also jetzt mal vom Research weg und dem, was zu erwarten ist, was auch dann so ein bisschen vielleicht zeigt, wo wäre denn in Anführungsstrichen ein einfacher Trade? Also wenn ich jetzt Equities trade, wie ich es nun mal tue, wo würde ich hier den einfachen Trade erwarten? Und ich erwarte den mit einem Break über die 3,10, 3,15. Und auch in Ergänzung zu meinem insgesamt bullischen fundamentalen Bild, was ich für Tesla einfach skizziere. Das bedeutet, ich würde an der Stelle einfach auf den Vorstoß in diese Gefilde warten und würde dann einen Break entsprechend eben mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln handeln wollen. Ich würde ungerne jetzt hier beispielsweise in diesen Dip oder dergleichen einfach eine Long-Position aufbauen, in Erwartung das vielleicht und so weiter, sondern ich würde wirklich auf diesen in Anführungsstrichen leichten Trade, leicht, Anführungsstrichen, ja, leichten Trade warten, sollten wir nochmal in diese Widerstandsregion vorlegen.
stoßen und sollten wir dann auch durch den entsprechenden bullischen Treiber und auch durch die Bestätigung seitens des Tapes zum Beispiel, das reinkommende Volumen und dergleichen sehen, jetzt ist die Aktie reif, in Anführungsstrichen, für den Break höher. Also das heißt, aus der tradingtechnischen Perspektive halte ich hier erstmal die Füße still, auch wenn ich insgesamt ein bullisches Bild zeichne und es mich überraschen würde, wenn wir nicht über kurz oder lang Richtung 3,15 laufen, aber wirklich aktiv werde ich erst mit erreichen und dann auch mit dem abzeichnenden Break über die 3,15, sobald ich eben die entsprechenden Signale diesbezüglich gesendet bekomme, seitens des Tapes und so weiter. Ja, also ich hoffe, dass ich damit habe die Frage von Otto beantworten dürfen. Sehr schön. Otto ist glücklich. Ja, guten Morgen zurück nach Zypern. Schön, dass wir rund um den Globus gesehen werden. Soweit für die Einzeltitel. Ja, also den Einzeltitel, den ich jetzt auf dem Schirm habe. Alles Weitere werde ich abdecken in der Discord-Community. Schauen wir einfach mal, wie sich das Bild weiter darstellt. Also Tesla aktuell eben sehr aktiv gehandelt. Auch Carnival könnte ganz interessant werden nach Earnings am Freitag mit einem Gap-Down auf der Unterseite. Haben enttäuscht die Zahlen, könnte ein Play werden vielleicht. Aber summa summarum will ich aktuell erstmal ein bisschen abwarten. Auch durch den Umstand, jetzt ein verlängertes Wochenende gehabt zu haben, neuer Quartalsschluss, durch den sehr stark überdehnten Modus durch gestern. Also schauen wir mal, wie sich die nächsten Stunden noch weiter darstellen. Wie gesagt, Tesla ist insofern interessant, als dass es eben einen Lauf zurück in Richtung der 270er-Region geben könnte. Sehen wir hier eine fortwährende Nachfrage, die in den Markt kommt beispielsweise. Könnten sich andere Plays, jetzt nicht so leichte Plays in Anführungsstrichen, herauskristallisieren, vielleicht auf einen Bounce zu gehen oder dergleichen. Aber also mein Play in Tesla liegt eher auf der 315 und dem Break höher, als dass ich es eben aktuell spielen würde. Ja, also das wäre es zu den Einzeltiteln zunächst einmal gewesen. Ich will auf jeden Fall, wir müssen auch definitiv einen Blick werfen, natürlich im Devisenbereich, auf die aktuelle Performance im US-Dollar. Die haben wir schon abgedeckt, aber ganz besonders vielleicht eine Performance im Hinblick eben auf das, was uns im British Pfund zum US-Dollar hier vorgelegt wird. Wir fangen mal an mit dem Euro zum US-Dollar, gehen aber relativ zügig dann zum Cable. Also US-Dollar im korrektiven Modus. Wir sehen seit eigentlich in den Quartalsschluss hinein um die 95 gehandelt worden und dann gab es ja schon erste schärfere Bounces, hauptsächlich getragen hier durch die Ankündigung seitens der Bank of England, nein, nicht der Bank of England, also auch der, ja, im Zusammenhang mit dem QE, aber dann eben auch im Rahmen beispielsweise der obwohl hauptsächlich Bank of England, doch, es ist richtig gewesen, hauptsächlich der Bank of England eigentlich und der Verwerfung, die wir auch im British Pfund zu sehen bekommen haben, durch die Truss-Regierung und den Finanzminister unter Truss, den quasi Karteng. US-Dollar sicherlich auch aktuell durch die derzeitige Entwicklung, was übrigens auch bullish für Equities treiben könnte, im schwachen US-Dollar, der sich dann im entsprechenden Aufschlägen im Equities widerspiegelt, weil sich jetzt deutlich gezeigt hat, wie abhängig eigentlich auch Big Player, à la Microsoft, à la Apple beispielsweise, vom US-Dollar sind. Und wenn der zu stark performt, hat das entsprechend negative Auswirkungen auf die Ergebnisse, Quartalsergebnisse an dieser Stelle. Und also US-Dollar jetzt im korrektiven Modus. Wir sehen einen Bounce, relativ stark ausgeprägter Bounce. Wir stoßen im Euro-US-Dollar jetzt allerdings auch hier in eine Region vor, gegen welche ein heftigerer Abprall sich vielleicht dann herauskristallisieren könnte. Ja, also das ist eine Region, die sollte man jetzt definitiv beobachten. Roundabout 98,50, 99. Wir hatten das ja im Zusammenhang hier mit einem möglichen Play schon zum Thema gemacht in der vergangenen Woche. Ein Bounce, hatte ich immer wieder gesagt, ist eine Option. Den würde ich allerdings weniger handeln wollen, als ich eher lieber handeln wollen würde, einen Short dann gegen diese entsprechende Region. Wir sehen jetzt auch, dynamischer Bruch auf höhere Hochs hat bis dato nicht stattgefunden. Sollten wir jetzt hier im Euro-US-Dollar anfangen, ein tieferes Hoch auszubilden, und sollten diese Region um eben 99 nicht mehr in der Lage sein zu attackieren, sondern eher überrollen gegen diesen Bereich, tiefe Hochs ausbilden, dann würde ich unterhalb von 98,50 einen Lauf erstmal zurück in Richtung der 97,50er Gefilde mir vorstellen können. Das entspricht dann ungefähr einem Test hier, dieser Unterstützungsregion. Und da würden wir dann einfach weiterschauen, wie wir uns präsentieren. Also der US-Dollar aktuell im korrektiven Modus, jetzt allerdings ein bisschen stark korrigiert schon bereits, wenn wir das in Relation hier zu dem Euro beispielsweise uns betrachten, durchaus denkbar, dass wir da jetzt kurzzeitig mal einen erneuten Flow in US-Dollar zu sehen bekommen, der eben vor dem Hintergrund eben dann auch des Bildes, wie wir es vorfinden, im Equities-Bereich, was vielleicht durch den schwachen US-Dollar getragen würde, auch eine Korrektur eher nach sich ziehen würde, was so ein bisschen das Aufwärtspotenzial hier
beschränken könnte. So, das wäre es eigentlich schon zum Euro-US-Dollar gewesen. Wie gesagt, mehr gibt es da an der Stelle nicht zu sagen. Wir würden jetzt abwarten. Sehen wir nochmal eine Attacke auf die Hochs? Laufen wir nochmal in Richtung der 98, 80, 98, 98, 90er Regionen? Aber toppen wir unterhalb der 99 aus? Rollen wir dann hier in dem Moment über und brechen wir auf neue Tagestiefs unter die 98,50? Ist denkbar, dass wir bis 97,50 erstmal eine Korrekturbewegung im Euro zum US-Dollar eben zu sehen bekommen. Interessanter wird das, was uns British Pfund hier präsentiert hat, schon bereits gestern früh tatsächlich präsentiert hat. Moment, zack, einmal ihn hier und ihn. Fing gestern Morgen schon bereits an. Mir fällt gerade übrigens auf, da können wir sehen, hier, 3.10. Kursexplosion regelrecht auf der Unterseite von ungefähr 1,10. Also wir hatten schon einen Lauf zurück über die 1,10 ja zu sehen bekommen. Und sahen dann nochmal eine weitere Beschleunigung auf der Oberseite, die uns jetzt sogar bis zeitweise fast oder über sogar 1,14 geführt hat heute früh. Und der Grund dafür, Kwarteng GBP, mal gucken, ob das reicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich sehe da einige Broker, die das entsprechend aufgegriffen haben, jetzt ein bisschen suboptimal, wenn ich hier die Research eines anderen Brokers aufmache. Einen Moment. Ja, Washington Post. Washington Post ist, glaube ich, kann man mitarbeiten. Ja, das bringt uns leider nichts. Ideologischer wollen wir nichts mit zu tun haben. Wir wollen lieber hier. Ja, das ist besser. Das lief gestern über den Ticker. Also, das ist der Herr quasi Kwarteng, das ist der Finanzminister in der Truss-Regierung. Und gestern früh haben wir ein Reversal, einen U-Turn zu sehen bekommen. Nämlich, man hat ja letzte Woche, auch ganz besonders Vorwoche schon tatsächlich, im Hinblick auf das britische Pfund ja einen Abverkauf zu sehen bekommen mit zeitgleichen Spike in den Zinsen britischer Gilts. Und das hat damit zu tun gehabt, weil man eben hier ja, geldpolitische Intervention seitens der Bank of England infolge des Abverkaufs durch die Aufwertung des US-Dollars erwartet hat, beziehungsweise dass man eben zeitgleich diesen Kollaps in britischen Gilts darauf zurückgeführt hat, dass man eben hier ein fiskalpolitisches Experiment plant, auf den Weg zu bringen, so möchte ich es mal sagen, wo man sagte, wir werden im aktuellen ökonomischen Downturn, den wir uns hier in Großbritannien gegenüber sehen, planen wir entsprechend eben Steuern zu senken. Und das betraf eben dann alle Steuersätze, sofern ich das gesehen habe. Und diesen U-Turn, der bezieht sich jetzt besonders auf die Steuervergünstigung oder beziehungsweise den Cut, der in Aussicht gestellt worden ist, seitens des Finanzministers Kwarteng hier, dass er das zurückgenommen hat. Also, dass man jetzt doch nicht plant, hier weiter voranzuschreiten. Die Intervention dann der Bank of England, die wurde ja nicht nur nötig, um das britische Pfund irgendwie zu stabilisieren, sondern die wurde auch ganz besonders vor allem nötig, weil sich nämlich zeitgleich durch die Volatilität in den Zinsmärkten, in den britischen Gilts gezeigt hatte, dass britische Pensionsfonds, zwei glaube ich sogar waren es, in Schieflage geraten sind und dass wir hier von einem Volumen von über einer Billion britisch Pfund, glaube ich, gesprochen haben. Also da sprach man auch schon von so einem möglichen Lehman Brothers 2.0-Moment, den man da versucht hat abzuwenden oder den man gerade noch hat so abwenden können, bevor es hier zu einem Kollaps und einem Margin Call eben tatsächlich gekommen ist. Und oder beziehungsweise einer Beschleunigung, einer Verselbstständigung dieses Prozesses. Und das hat man eben nochmal, also dieses hat man zurückgenommen und das hat jetzt dazu geführt, dass es zu einer deutlichen Stabilisierung im Zinsmarkt kommt in Verbindung mit den geldpolitischen Stimuli seitens der britischen Notenbank. Und das hat eben hier gestern früh diesen scharfen Push von der 1,10 bis in Gefilde um 1,12, 1,12,50 auf den Weg geführt oder Weg gebracht und hat jetzt eine weitere Beschleunigung hier im britischen Pfund dann bis in Gefilde um 1,14 und darüber auf den Weg gebracht. Ist die Situation dadurch, einen kurzen Augenblick, der hat sich jetzt wieder aufgehangen. Ist die Situation dadurch bereinigt? Ich denke nicht. So, ich denke nicht. Ich glaube auch, dass die aktuelle Korrekturbewegung, so wie wir sie hier zu finden, vorfinden im britischen Pfund, auch etwas arg weit gelaufen ist. Also sprich etwas anders formuliert. Ich würde aktuell diese Extension und auch hier den Test jetzt zwar der 1,1330er Gefilde, aber einen erneuten Bounce, der uns nicht zurückführt über die 1,14, eher für Short in Betracht ziehen. Also
Das ist übrigens jetzt Quatsch gewesen. Ich mache mal ein bisschen größeren Chart hier. So. Also würde British Pfund ausgehend von dieser Entwicklung jetzt genauer beobachten, was passiert hier mit einem Bounce? Sind wir in der Lage, unterhalb von 1,14 auszutoppen? Falls ja, würde ich eine erste Position mich short einskalieren, würde hinzunehmen mit Drop unter die 1,1330. 1,1330. Also erster Short gegen die, vielleicht wäre es die 1,1390, müsste man schauen, wo dieser Top-Out stattfindet. Dann das Überrollen in dem Moment, hier würde ich noch hinzunehmen. Stop der ganzen Angelegenheit würde ich setzen oberhalb der 1,1425. Und dann würde ich auf ein Play gehen, welches uns zunächst mal hier in Richtung dieser Ausgangsniveaus vielleicht, dieser Ankündigung von gestern führt. 1,12 Pi mal Daumen auf der Unterseite. Das wäre so ein anzusehendes Ziel, auf was ich dann tatsächlich gehen würde. So würde ich aktuell British Pfund spielen wollen. Auch vor dem Hintergrund, also nicht, dass ich ausschließe, dass wir vielleicht einen tieferen Lauf, vielleicht sogar ein bisschen gefiltert um 1,15 im British Pfund zu sehen bekommen. Aber die Volatilität sollte nicht nur enorm bleiben, sondern ich denke auch, dass wir jetzt im Rahmen dieser Korrekturbewegung doch ein bisschen arg steil gelaufen sind. Auch hier sich zunehmend vielleicht dann jetzt Sorgen auftürmen, ob das wirklich alles so stabil ist und ob da nicht über kurz oder lang eher Vertrauensverlust ausgemacht werden kann im Rahmen auf eben die britische Regierung ganz besonders und ihre Versuche eben die britische Wirtschaft zu stabilisieren, die Energiepreisexplosion, die wir zu sehen bekommen haben, Sorgen hinsichtlich einer Rezession, die sich herausgestellt hat, über zeitgleich Inflationsraten über 10%. Das in Kombination ist eher etwas, was zumindest kurzfristig auch in der Lage ist, dann nochmal eine Bearishness entsprechend zu triggern, die sich dann herauskristallisieren würde durch das Ausbilden eben tieferer Hochs hier in dieser Struktur. Wie gesagt, wo ich sagen würde, ein Austoppen unterhalb der 1,14 mit einem Überrollen, Stop oberhalb der Tageshochs und dann würde ich an der Stelle eben mit neuen Tagestiefs, obwohl es sind gar nicht neue Tagestiefs, ich kann neue europäischen Tagestiefs, so nennen wir sie mal, um 1,1330 würde ich eben einen Shortplay auf den Weg bringen, wo ich dann sagen würde, ich gehe auf einen Retest mindestens der 1,12er Region und würde dann weiterschauen, wie wir uns dort einfach verhalten, auch wie sich die weiteren potenziellen Trigger darstellen und dergleichen. Aber so würde ich das kurzfristig eben hier im British Pfund eben handeln lassen. Oder würde ich das traden, nachdem eben dieser zunächst bullische Impuls für British Pfund wahrscheinlich zunehmend zum Erliegen kommt und zeitgleich eventuell der US-Dollar auch mal kurzzeitig zu einem Bounce im Rahmen der jüngst auf den Weg gebrachten Korrekturbewegung eben ansetzt. So, das also noch zum British Pfund an der Stelle. Und wenn wir vom US-Dollar auf breiter Front sprechen, natürlich müssen wir auch einen Blick werfen auf Gold. Mache ich auch mal ganz kurz hier auf. Und dann werden wir gleich auch mal kurz einen Blick noch werfen auf die Fragen und die Chatbox. Also, auch hier können wir sehen, ja, Impulsgeber. Gestern 16 Uhr ganz besonders, 1670. Gold ist dann über 1700 gelaufen. Zeitgleich ist Silber über 7-8%, glaube ich, auf der Oberseite gelaufen. Ich habe jetzt hier hauptsächlich einen Fokus natürlich auf Gold, aber auch Silber hat gestern einen riesen Run gesehen und die Initialzündung findet sich auch hier eben in dieser Kerze. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, ist da eigentlich ein Zeitstempel drauf auf dem UN-Ding hier? Gucken wir ganz kurz. Nee. Moment, da unten vielleicht. Latest Read. Kann man es da erkennen? Published. Oh Gott, einen Moment. Moment, ich kopiere das mal ganz kurz. Guck mal ganz kurz, ob ich das hier vergrößert bekomme. So. Oh. So funktioniert es natürlich nicht. Moment. So. Guck mal ganz kurz. 11:30 a.m. Eastern Time. 11:30 a.m. Eastern Time ist, ja, naja, wohl 16:31 Uhr. Ja, ein bisschen mit zeitlicher Verzögerung ist der Impuls gekommen. Ich guck mal ganz kurz. Passt das ungefähr zusammen? 11:30. Ich meine, 11:30, 17 Uhr. Nee, Moment. AM. AM ist natürlich. Okay, AM ist 11:03 Uhr. Ja, 17:30 Uhr. Ja, klar. 11:30 Uhr. Ja, 17:30 Uhr. Ja, das passt nicht ganz. Ja, passt nicht ganz. Passt nicht ganz. Auch eine Möglichkeit, diesen Trigger hier auszumachen, sind vielleicht die gestrigen ISM-Zahlen, die sind veröffentlicht worden. Die sind unter der Erwartung veröffentlicht worden. ISM Manufacturing, können wir mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Trading Economics, die sind gestern auch über den Ticker gelaufen. Ich habe die jetzt nicht so dramatisch interpretiert, ehrlich gesagt. Das will ich ganz ehrlich sagen. Also meine Interpretation geht, Moment, wo sind wir denn hier? Countries.
geht eher weiter in Richtung hier des Haupttreibers in dieser UN-Forderung, ehrlich gesagt. Aber man könnte auch hier den ISM Manufacturing von gestern heranziehen. 50,9 Punkte, das war der niedrigste Stand seit, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ja, seit Covid. Seit Covid die niedrigsten Niveaus eben. Auch Rezessionssorgen befeuernd, sprich etwas anders formuliert, Zinssenkungen befeuernd in dem Moment, könnte man vielleicht auch als Impulsgeber eben sehen. Ist auch vollkommen egal, ehrlich gesagt, weil unterm Strich bleibt Bullishness, Rückeroberung, Rücklauf über 1700 US-Dollar. Und was ich vor allem noch viel imposanter finde an der Stelle jetzt hier, ist der Umstand, wenn wir uns das Bild mal auf der Stunde anschauen. Wir sehen eine Rückeroberung dieser 1680er Marke. Ich glaube, wir hatten doch letzte Woche Freitag, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wir hatten doch hier dieses Halten der 680 als möglichen Long-Trigger. Hatten wir das so zum Thema gemacht, ne? Kann das sein? Bin mir da gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, wir hatten noch ausgehend von dieser Konsolidierung hier hatten wir ein Longplay gemacht mit einem engen Stop unterhalb der 660, glaube ich, Pi mal Daumen. Und da ist jetzt der Break eben tatsächlich erfolgt. Wir haben jetzt die 1700 durch den starken Tagesschluss auch zurückerobern können. Nicht auszuschließen, ehrlich gesagt, dass sich diese Bewegung noch weiter fortschreibt, bis in Gefilde 1720, 1730 US-Dollar pro Fein und so tatsächlich. Wobei auch hier natürlich Berücksichtigung finden muss und definitiv sollte, dass natürlich der US-Dollar, wenn er sich jetzt korrektiv zeigen sollte, mal kurzzeitig, so korrektiv im Sinne von kurzes Aufbegehren in der derzeitigen Abwärtsbewegung, dass das natürlich dann auch in dem Fall hier auf Gold durchschlagen könnte. Wobei von dem Hintergrund des stark überdehnten Modus in Gold, wiederum auf der Unterseite, sich natürlich so ein bisschen die Frage eben dann auftut. Ist man nicht hier eventuell in der Lage, sich relativ stark zu präsentieren? Also das ist durchaus etwas, das sollten wir überlegen, dass es gelingt, jetzt die 1700 zu halten, was dann, wie gesagt, weitere Aufschläge denkbar werden lässt, die uns Richtung 1700, 740 führt. Noch sind wir nicht über den Berg. Also wir sehen auf jeden Fall einen Change in Character, das ist definitiv ausmachbar. Also sprich, anders formuliert, wir haben jetzt hier mit Sicherheit, obwohl, vielleicht arbeiten wir mit dieser Abtrennlinie. Wir haben jetzt hier einen Bruch dieser Abwärtstrendlinie zu sehen bekommen, die sich etabliert hat. Eine Rückeroberung erstmal der 1700, auch auf Tagesschlusskursbasis. Oder, Moment, nicht ganz, ne? Knapp im Bereich um. Jetzt könnte sich eine Rückeroberung der 1700 herauskristallisieren. Noch sind wir nicht über dem Berg, weiß Gott nicht. Dafür würde ich fast schon sagen, müssten wir längerfristig über 1800 US-Dollar pro Feinunze zurücklaufen. Und da ist noch einiges an Holz aus dem Weg zu räumen. Aber bis dahin auf jeden Fall schaut es erstmal danach aus, als wenn der Abwärtsmodus und auch der drohende Fall unter die 1600 eventuell abgewendet ist. Und wie gesagt, wenn wir jetzt in der Lage sind, die 1700 zu halten, vielleicht die 1680 als ehemalige Tiefs, die wir hier mit Momentum auf der Unterseite gespielt haben, wäre das ein Zeichen dafür, dass der Modus zumindest mal von bärisch auf neutral in dem Fall in Gold switcht und dann sich vieles davon aber auch abhängig machen oder vieles davon abhängig zu machen wäre, was wir weiter für eine Performance in dem Moment eben im US-Dollar zu sehen bekommen. Ja, also 1700, wenn wir sie halten können, Attacke auf die 1730 scheint dann durchaus im Bereich des Möglichen zu sein und alles Weitere werden wir dann in den kommenden Tagen entsprechend in Gold zu sehen bekommen. So, und das wäre es auch meinerseits soweit tatsächlich erstmal zum Wochenstand gewesen. Also, schauen wir mal, wie sich der Modus darstellt. Wie gesagt, Tesla nach den gestrigen Abschlägen. Erstmal zu schauen, ob das nachhaltig ist im Einzeltitelbereich. Ich bin sehr skeptisch, also ich bin weiterhin eher bullish für die Aktie. Ich glaube, dass das gestern ein bisschen sehr emotional, arg emotional eben tatsächlich war. Vielleicht auch einige Marktteilnehmer dann hat nervös werden lassen. Wir können mal ganz kurz einen Blick werfen, übrigens mal ganz kurz auf Finviz. Ich habe mir gestern gar nicht das Volumen in Tesla angeschaut. Also ich bin auch erst gestern Abend tatsächlich von meinem Wochenendtrip zurückgekommen. Deswegen Average Volume gestern, ja, knapp 100 Millionen Stücke gehandelt worden. Also etwas mehr, ist ein bisschen nervöser geworden. Das waren die niedrigsten Niveaus seit den letzten Earnings. Kurzes Gap-Up haben wir da zu sehen bekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, also ich glaube, diese Kontraktion, die hier weiter Form annimmt, die bereitet eher einen sehr, sehr dynamischen Break, eher früher als später auf der Oberseite vor, besonders wenn sich das übergeordnete Bild beginnt aufzuhellen. Also ich wäre da sehr skeptisch, auch wenn jetzt rein charttechnisch, wie gesagt, die 265, 270 das Level ist, was du zurückerobert sehen möchtest. 265 ungefähr der Bereich um die Schlusskurse von letztem Freitag, bevor diese Zahlen über den Ticker gelaufen worden sind.
über den Ticker gelaufen sind als am Wochenende, die Deliveries. Ja, haben wir einfach mal der Dinge, die da kommen. Vielleicht ergibt sich auch noch das ein oder andere Play in anderen Aktien. Meinerseits wäre es das jetzt mal mit Morning Meeting gewesen. Alle weiteren anderen Details darüber hinausgehend dann in der Discord-Community im Laufe der kommenden Stunden. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video hat ein wenig Mehrwert liefern können und dass ihr habt was für euer Trading mitnehmen können. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, Fragen gerne unterhalb des Videos stellen. Und morgen 10.30 Uhr zum Morning Meeting hören wir uns dann hier gemeinsam wieder mit Markets. Und soweit sei es das meinerseits gewesen. Also, habt euch wohl, macht's gut, bis morgen und tschüss.